Okay, wir gehen mal kurz außen rum. Also das kapiere ich jetzt gar nicht. Wenn wir schon dabei sind. Da will ich eine Quest abgeben und dann sowas. Ich will jetzt rein. Was ist das für eine Logik? Uff, Spiel. Ich muss da rein, aber... Hä? Verstehe ich nicht. Sehen können die uns nicht. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner hoch von denen. Uff, die klären alle runter. Okay, jetzt wird's hier. Bleib mal hier. Wir müssen ja leider killen. Weil wir gar nichts anderes so kriegen mehr. Oh, voll in die Mauer getotzt. So, eliminieren wir mal das Ganze vor hier. Ist mir auch jetzt egal. So. Gibt's hier halt hier einen Leichenhaufen, ist auch egal. Nee, Cassandra geht doch jetzt noch runter. Ja, wenn die jetzt auch noch hochkommen, dann wird's witzig. Dann können wir Gruppe kuscheln nachher, aber. Tschut, tschut. Kopfschuss. Ich bringe jetzt auch nichts vom Geschrei. Vogel. So, hab ich jetzt mal meine Ruhe? Nein! Der darf mich nicht sehen. Nur Stress hier, nur Stress. Das kostet unnötig Geld gerade schon wieder. Hallo, jetzt mach doch Kopfgeld. Danke. Ich wollte nur die Quest machen! Nein, du darfst da nicht rein! Ne, 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 ne. Ach, es kommt auch noch der Opa.
Oh Mensch, was so viel das gegen uns ausrichtet, Alter, ey. Komm schon mit deinem Pfeil und Bogen, du doof bist. Sind wir eine Leiche mehr? Hab ich jetzt mal meine Ruhe? Ich blende sich nicht durch. Scheiße! Oh. Lass doch los. Verdammt, das gute Leder. Weil ich anonym bin. Ich bin doch anonym. Ach, wahrscheinlich ist er gegen Teddybär. Halt doch die Schnauze. Mensch, Teddy. Schieß jetzt auch mal den Teddy vor dir. Danke. So. Darf ich jetzt? Oh, das gibt's doch nicht. Ja, schön. Lass dir mal. Oh. Wisst ihr, Leute, wir können hier alles so friedlich beenden. Gib endlich auf. Ja, sehe ich auch so. Gib endlich auf. Zeus kann doch ahnen, wie viel helfen, Bro. So. Habe ich jetzt endlich mal meine Ruhe? Darf ich jetzt da rein? Wieso bin ich denn anonym? Hier ist doch keiner mehr. Ach, ich glaube langsam, der Mann leckt mir doch am Arsch. Muss denn anonym sein? Mir scheißegal. Was soll ich sonst noch sein? Mich verfolgt doch keiner. Ich hab das ganze Vorhier ausgelöscht. Alle tot. Alle weg. Da drüben sind noch Kriegsvorräte. Die können wir auch noch mitgehen lassen. Also zumindest wir ein bisschen Geld reinkriegen. Bringe Bardas das Päckchen. Oder habe ich Kopfgeld gerade noch am Start? Liegt es vielleicht daran? So, besser. Bin ich jetzt anonym genug? Wenn es an dem Typ da unten liegt, das kann ich mir aber natürlich nicht vorstellen. Darf ich jetzt rein? Oh, endlich! Meine Fresse. Dich habe ich nicht erwartet. Was willst du? Das ist für dich. Dann gib her. Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Hm? Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Raus damit! Wer hat das geschickt? Es ist von mir, Bardas. Sieht man das nicht? Hältst du das für witzig? Das wirst du noch bereuen! Der hatte überhaupt keinen Sinn für Humor. Ja. Das war's. Ich bin reingegangen, um umzulegen. So, aber wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns nach da unten. Achso, da waren wir doch, oder? Wegen den Kriegsvorräten. Ach so, die haben aber eine verbrannt, ne? Aber sie ist ja die zu verbrennen, habe ich aber nicht vor eigentlich. Ja, haben wir geholt. Ja, verbrennen wir tun wir es ja nicht. Würde man ja nur Sparta damit schwächen. Das möchte ich eigentlich ja gar nicht. Ich wollte einen Hauptmann nicht umlegen. Man kann nicht immer wieder nicht. Uff, ich gehe mal einen anderen Weg. So, tschüss. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Wer ist denn das? Mir fehlt's aber auch schon, Kriegsvorräte, Schätze plündern, ja, ja. Uff, wo kommst denn du her? Lackhundi. Erstmal Fackel an. Ich wüsste gerade gar nicht, welche Quest das war.
Ich habe echt zu lange nicht mehr Assassin's Creed Odyssey gespielt. Ich habe davor zu viel gespielt, habe dann wieder zu wenig gespielt, weil ich so viel aufgenommen hatte. Und habe es dann im Grunde wieder zu wenig gespielt. Wir können aber sogar Menschen anzünden. Ist immer noch witzig. Hier, fang! Ah, du musst! War ein Unfall. Wer ist denn das? Gerade fing ich an, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon übergeben? Ich dachte, ich mache einen Scherz und sage, es sei meiner. Er fand's nicht lustig. Warum hast du das getan? Bardas ist ein zorniger, emotionaler Mann. Ich wollte Diodorus loswerden. Das hast du jetzt vermasselt. Ups. Wenn du Diodorus loswerden wolltest, dann war dieses Paket gar nicht von ihm. Natürlich nicht. Es war ein perfekter Plan. Jetzt muss ich mir etwas anderes überlegen. Glaub nicht, dass ich jetzt noch einen Abguss für dich mache. Ach so, ups. Wo ist denn die Heulsuse? Ach so. Kann man noch laden? 22.14. War 22.3. Vorsicht, zerbrechlich. Uff, das wäre aber... Nee, komm, dann probieren wir es halt nochmal. Uff, ganz vergessen. Aber könnte sein, dass wir den ganzen Kampf nochmal machen müssen. Dann heul ich aber. Und wir warten einfach so ein Sneak uns ein bisschen softer rein. Uff! Ach du heilige Scheiße, da hat er gespeichert. Uff, Bruder muss los. Naja, wir wissen ja schon mal grob, wo wir lang müssen und wo wir nicht lang sollten und was wir tun sollten und was wir nicht tun sollten. Das Übliche halt. Ay, caramba. Das wird sicher gut verteidigt. Ja, da müssen wir eigentlich nur eine Quest abgeben. Das wäre so behindert. Aber egal. Der Typ da ist ein Problem. Uff! Laufen wir mal ein paar rum hier. Nix. Bin unsichtbar. Bruder, geh weg. Bruder, ich hab gesagt, geh weg. Meine Fresse. Hausräumen ist ja das eine. Machen wir mal eins, wir supportieren das Ding da oben. Nur zur Vorsicht. So. Ha! Bisschen drin. Easy. Ohne 20 Millionen Leute umzulegen. Ich habe dich nicht erwartet. Ich weiß. Was willst du? Das ist für dich. Dann gib her. Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Raus damit! Wer hat das geschickt? Eins. Kennst du einen Mann namens Diodorus? Diodorus? Dafür zahlt er mit seinem Leben. Ich töte seine Männer. Ich versenke sein Schiff. Er wird bereuen, Telia je angefasst zu haben. Okay, er hasst uns nicht. Darf ich jetzt gehen? Danke. Wir rennen jetzt einfach querfeld durch und ich soll uns verfolgen. That's the plan. Und wir klären uns einfach hoch und verdünnisieren uns.
Tschüss. Juhu, es geht auch einfach in die Mission. Yay. Muss nicht sehen lassen. Ja, alles gut, Cassidy. So, dann speichere ich mal jetzt hier. Dann haben wir das Ganze wenigstens ordentlich. Kommen wir wieder eine Fackel raus. Hier, fang. Du musst. Neues Spiel, du musst. Ich hab dem geholfen. Nur zu spät. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ist nur mal so, Chance for the Loot. Wenn ich dem eine Fackel in den Kopf werfe, ist er dann böse? Fang! Oh, das war mein Fehler. Ja, ich bin ausgerutscht. No, Bro! Geh weg! Ist halt ziemlich kurzsichtig, der Alte, ne? Egal. Hallo. Gerade fing ich an, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon? Ja, hab ich. Übergeben. Bardas hat gedroht, Diodoros zu töten, als ich es ihm sagte. Ich hatte auch nicht erwartet, dass in dem Paket so ein, naja, ist. Eine nette Überraschung, nicht wahr? Ich kann noch einen für dich machen, wenn du willst. Noch einen? Du... Es war meiner, ja. Sah gut aus, oder? Ich musste Diodoros aus dem Weg schaffen und das wird nun erledigt. Manchmal übertreffe ich mich selbst. Wenn du das sagst. Warum überlassen wir das Reden nicht unseren Körpern? Du hast sicher dasselbe gedacht, als du meinen Abguss gesehen hast. Darf ich entscheiden? Hier? Vor den Göttern? Ja? Bring wir ein Opfer dar. Klar! Gib ihm! Wie sollten die Götter uns aufhalten? Ich glaube, sie würden viel lieber zusehen. Ist ja leider nicht wie bei The Witcher, dass man da dann aktiv zusehen kann. Leider. Eine gute Vorstellung für die Götter. Ich bin ganz deiner Meinung. Wie wäre es mit einer Zugabe? Darf ich jetzt auch wieder entscheiden? Oh, keine Zugabe, okay. Ach, Fackelspiele, ich mach mit. Hier, meine Fackel. Hier ist noch eine Fackel. Und hier ist noch eine Fackel. Und hier ist noch eine Fackel. Okay, wir können nur drei Fackel droppen, schade. So, nächste Mission erstmal. Questies, mach weg. Gibt es sonst was in der Nähe? Da müssen wir irgendwo... Achso, zum Sinken. Ja, gut, das können wir irgendwo noch machen. Irgendwann später. Ist hier denn das? Erina. Wo sind die? Da unten hinten. Ja gut, von mir aus. Gehen wir zu Erina. So, erstmal Licht an. Dann gucken. Da unten. Boah, sieht auch schon cool aus, ne? Die ganzen Lichter da unten jetzt, ne? Fetter Shit. Hui, kannst du an... Achso, die ist auf dem Rücken. Okay. Halt bei Nacht sieht es halt schon fett aus. Schon geil. Goro, Goro. Einfach mal, kann ich mal normalen Weg. Oh, Seilrutsche. Ja, geil. Hoch mit dir. Alter. Bis in die Stadt. LOL. Schmeiß weg die Fackel. Boah, endlich geschafft, du. Siehst mal, gehe ich zu Fuß, geht doch schneller. Warte, ich glaube, den Scheiß zu Fuß geht. Puh! Ja, dann spring mal drüber und spring mal rüber und spring mal rüber. Und ab zum Schmied kurz, Material abgeben.
Hey, Mr. Schmied. Kultisten denn hier? Ich grüße dich. Kultistenhinweis. Ah. Achso, doch verkaufen. Nö. Genieß das Leben. Ach, wir sind hier wieder. Aber wo ist der Kultistenhinweis? Ich speichere mal kurz. Okay. War noch irgendwo? Nee, das auch nicht. Das muss irgendein Kultistenhinweis sein. Nee, das sind die. Das sind auch wieder irgendwelche Freaks. Ja, Haus von irgendwas. Boah, jetzt find's doch. Heieiei, wo ist denn das jetzt? Da, danke. Das sind nur wieder Drachmen. Kultistenhinweis. Was soll denn der Kultistenhinweis sein? Oder? Kannst du mir weiß, will nicht denken. Prener Brunnen? Hier vielleicht irgendwo was? Das. Ah, da. So, hat keiner gesehen. Oh, vielleicht hier unten. Nee, schon wieder aufgeploppt. Da muss doch irgendwo was sein. Die Leute hier kann man auch nicht quatschen. Das, wenn wir da hinten sind, kommt die Meldung von Kultistenhinweis. Ja, Matsch, wow. Kommen wir auf eine Statue drauf? Cassandra, klärst du mal hoch, danke. Aber hier haben wir gar nichts. Wir gehen hier runter, drüber, das heißt hierher. Highschool-Hinweis, ja, super, okay. Bin ich d'accord erstmal prinzipiell. Aber wir finden hier keine Gegenstände. Ich bin überfordert. Ich spring hier mal rüber, vielleicht hilft uns das. Ich gehe die Quest machen. Eines Jahrzehntes werden wir es rausgefunden haben. Halt die Schnauze. Opa, pass mal auf. Achtung, ich hab eine Oh, ich wollte gerade die Tante werfen. Was ist los? Cleo kommt besser bald zurück. Warum die Götter belästigen, wenn du ihre Gesandte zu Diensten hast? Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche? Antusa hat mir davon erzählt. Cleo, eines unserer Mädchen, ist nicht zum Morgengebet erschienen. Sie war auch nicht zu Hause. Ich würde selbst nachforschen, aber ich weiß nicht, was ich alleine erreichen kann. Vielleicht wurde sie entführt. Ich habe mich umgehört. Einer unserer Freier sah, wie Cleo auf ein Schiff gebracht wurde. Die Männer waren bewaffnet, er konnte nichts tun. Ich würde gut bezahlen, um sie wiederzubekommen. Okay. Bewaffnet? Bring mich zu dem Schiff. Wir holen Cleo zurück. Okay, dann folge ich mal der Tante. Mir nach! Wer glaubst du, hat sie entführt? Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Männer des Hökers eine von uns vornehmen. Hallo.
Los! Hopp, lauf! Hab ne Fackel! Was machen die da für eine Veranstaltung? Ich sag, ich bin halt echt überlegen, weil das muss da irgendwo sein. Da haben wir dann einen Radius von 2 Kilometern, was in der Nähe sein könnte. Keine von uns ist je einfach so verschwunden. Einige fürchten, sie könnten die Nächsten sein. Okay, und dann weiter im Text. Nix mehr? Das war's? Das sind alle Infos? Das ist ein bisschen wenig. Könnten Sie uns doch etwas mehr darüber sagen, über Ihr Personal und das Klientel, wie Sie betreuen? Korinth mag einen schlechten Ruf haben, aber das war nicht immer so. Früher waren wir sicher. Dann kam der Höker. Wir wissen nicht, warum er herkam, aber Korinth geht es schlechter, seit er hier ist. Okay. Die Perspektive ist eigentlich recht sexy so zum Reiten, ne? Ella. So. Ja, lauf doch. Es lauf doch. Er läuft total wie ein aufgescheuchtes Huhn. Da. Das ist das Schiff, das der Freier sah. Bitte. Bringen Sie sicher zurück. Okay. Das heißt mir, das ist nett. Wir brechen auf! Kapitän an Bord! Feuer! Wieso? Ich drück doch weh, du Arsch! Die ist aufs offene Meer. Für der Schmarrn. Moinsen, Parkestyler. So, es schifft auf eine Zerbrecher. Machen wir kurz mal so einen Stäbel auf. Bruder. Ich bin hier, um dich zu retten. Mich retten? Ja. Du hast mein Schiff versenkt, Piratin. Hä? Du musst keine Angst haben, eine Piratin niemals. Niemand zeigt mir dein Messer. Hier. Steck das Messer weg. Ich bin eine Freundin. Was meinst du damit? Deine Freundin Irina bezahlt mich, damit ich dich vor diesen Männern rette und zurückbringe. Irina? Ich habe die Besatzung bezahlt, damit sie mich aus Korinth wegbringt. Ups. Du willst fliehen? Wovor? Du weißt nicht, was der Höker Menschen antut. Die Dinge, die ich gesehen habe. Korinth ist nicht sicher.
Tag ist deiner. Danke für den Follower, aber ich habe bei der Aufnahme die Alerts aus. Ja. Irina dachte, du wärst entführt worden. Sie macht sich große Sorgen um dich. Täte sie das wirklich, würde sie mich gehen lassen. Selbst Antusa kann uns nicht beschützen. Das sieht sie aber anders. Söldnerin, bitte. Wir wollten nach Mykonos, wo es sicher ist. Wenn du mich dorthin bringst, zahle ich dir, was ich der Besatzung gezahlt hätte. Okay. Ich bringe dich hin. Wenn wir das nächste Mal in Mykonos anlegen, kannst du von Bord gehen. In der Zwischenzeit, willkommen an Bord. Hab Dank, Söldnerin. So ist es besser. Glaub mir.